Ja, dann starten wir mit dem Programmieren. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe mir da alles schon hergerichtet und deswegen die erste Frage: Was braucht man denn alles zum Programmieren? Das Wichtigste ist einmal für mich Schreibzeug, weil viele Sachen notiere ich immer besser auf einem Blatt Papier oder formuliere das da aus. Dann das nächste ist der Laptop, den habe ich da schon hergerichtet. Dann habe ich natürlich den kleinen Micro:bit da. Für den dazu habe ich noch ein USB-Kabel und dieses kleine Ende da, das können wir da hineinstecken. So. Und das andere Ende können wir noch an den Laptop anschließen. Und dann habe ich da noch ein Batteriemodul. Das Batteriemodul kann man dann da mit dem weißen Stecker anstecken. Brauchen wir jetzt noch nicht. Aber das Wichtigste beim Programmieren habe ich jetzt noch vorenthalten, das ist eine kleine Tasse Kaffee. So, wie funktioniert das? Der erste Gedanke ist natürlich, ich setze mich hin und programmiere was. Aber dann ist das meiste, was man nachher tut, Fehler suchen. Aber dann ist das meiste, was man nachher tut, Fehler suchen. Deswegen probiere ich das, was ich haben will, vorher einfach einmal schriftlich festzuhalten. Und in unserem ersten Schritt, da hätte ich gern, dass der Micro:bit was anzeigt. Weil er hat ja da vorne diese Matrix mit 25 Leuchtdioden, die kann man ansprechen. Aus dem Satz kann ich jetzt natürlich noch kein Programm schreiben. Also, wie formuliere ich das? So, dass hinterher nahezu keine, oder so dass hinterher keine Frage mehr offen bleibt. Also, ich will, dass der Micro:bit was anzeigt. Dann lautet die erste Frage, was? Okay, ich will, dass der Micro:bit mir das Wort Hallo anzeigt. Dann ist die nächste Frage, wann? Okay, ich will, dass der Micro:bit beim Start mir das Wort wann Ich will, dass der Micro:bit beim Start mir das Wort Hallo anzeigt. Und dann ist die nächste Frage, wie oft? Okay. Ich will, dass der Micro:bit beim Start mir das Wort Hallo einmal anzeigt. Das ist der Satz, den ich immer aufschreibe. Ne? Natürlich kann man da auch sagen, der Micro:bit soll beim Start einmal das Wort Hallo anzeigen. Ob das jetzt ich will oder jemand anderer, das ist dann egal. Das probieren wir jetzt einfach umzusetzen in eine Sprache, die da der Kleine versteht. Dazu gehe ich in einem Webbrowser auf die Seite micro:bit.org. Ich mache mir da jetzt einfach Vollbild. Dann werde ich von nichts abgelenkt. Und jetzt bei der Startseite sehe ich da oben gleich Let's Code. Das klicke ich mal an. Und da nehmen wir gleich das erste, was mir so ins Auge springt: Make Code Editor, Let's Code. Das nehmen wir. Naja, und dann haben wir da bei mir schon etwas stehen. Bei allen anderen steht da wahrscheinlich nur New Project. Das klicke ich mal an. Vielleicht geht das jetzt bei anderen Leuten schneller als bei mir. Dann kann ich meinen Kaffee inzwischen da trinken. Ah ja, da haben wir also jetzt diese Programmierumgebung. Und das müssen wir uns jetzt anschauen. In der linken Hälfte, da ist ein Simulator. In der Mitte habe ich meinen Befehlssatz und in der rechten Hälfte habe ich meine Programmieroberfläche. Da sind schon zwei so Kasteln da, Blöcke sagt man da. Die kann man also mit dem Mauszeiger nehmen und herumschieben, wie man will. Und wenn man sie in die Mitte reinschiebt, erscheint da ein Mullkübel und damit löscht man solche Befehle. So, jetzt haben wir es ganz sauber. Und na gut, dann fangen wir an. Ich will, dass der Micro:bit beim Start, das haben wir jetzt zwar gerade da gesehen, also diese zwei Blöcke werden davor angezeigt, jetzt muss ich es natürlich wieder finden. Da habe ich bei Basic
diese ganzen Befehle, die mir da zur Verfügung stehen. Man sieht da schon, das ist alles auf Englisch. Ich könnte da rechts oben beim Zahnradl umstellen auf Language irgendwas. Die meisten kann man jetzt wahrscheinlich auf die Idee, Deutsch zu nehmen. Aber ich kann nur empfehlen, das nicht zu tun, denn die viel, viel größere Community im Internet spricht da Englisch. Und da tut man sich einfach dann leichter. Außerdem gewöhnt man sich an die paar Worte recht schnell. Gut, dann habe ich da On Start. Den ziehe ich immer einfach da raus und tue ihn irgendwo ablegen. Ja, das ist wirklich völlig wurscht, wo der liegt. Na gut, ich will, dass der Microbit beim Start. Das hat er jetzt schon. Das Wort Hallo anzeigt. Gell? Dann steht da Show String, also Zeige, diese Zeichenkette. Die kann ich mir jetzt da so, als ob ich da Lego spielen würde, einfach da hineinklippen. Jetzt steht da Hello. Nein, ich habe gesagt, ich will, dass er Hallo sagt. Enter. Und wenn man da links beobachtet, da geht es schon. Gell? Und wenn man jetzt vergessen hat, da links hinzuschauen, dann gibt es da in der Mitte eben diesen Doppelpfeil. Das heißt so viel wie Reload, oder in dem Fall heißt es, start das Ding nochmal neu. Und wenn ich da draufklicke, dann sehe ich, dass wenn ich start, das Wort Hallo genau einmal gezeigt wird. Ja, damit hätten wir es. Damit hätten wir es fast, weil der Microbit, den ich in der Hand habe, der kann jetzt noch gar nichts. Das läuft jetzt folgendermaßen. Ich nehme das USB-Ende und steck das ein. Was macht er jetzt? Im Moment macht er gar nichts. Er blinkt da auf der Hinterseite. Ich kann dem jetzt da unten in der Mitte einen Namen geben. Nennen wir es Hallo. Vielleicht machen wir dann noch was anderes nachher draus, deswegen sage ich immer Hallo-1. Und da kann ich das jetzt einmal speichern. Bei mir fragt er jetzt einfach, wo soll ich das hinspeichern, gell? Bei anderen landet das schlicht und einfach im Download-Ordner, je nachdem, was eingestellt ist. Das, was ich da in Downloads Microbit gespeichert habe, die Datei, die nehme ich einfach und ziehe sie auf meinen Microbit. Hierher kopieren. Jetzt wird das auf den Microbit übertragen. Der blinkt da ziemlich. Sieht man das noch? Jetzt ist alles schon fertig, ne? Und auf der Rückseite sieht man jetzt gerade noch, dass man nichts mehr sieht. So. Der nächste Schritt ist, ich kann den jetzt einfach abstecken. Jetzt habe ich das in der Hand. Dann nehme ich dieses Batterieteil. Da ist eh so eine kleine Nase drauf. Dann sehe ich, so gehört das da reingesteckt. So haben wir das jetzt da hängend. Die Batterie habe ich in der Hand. Das USB-Kabel stört mich. Das tue ich jetzt einfach weg. So. Mein Batterieteil hat da so einen Ein-Ausschalter. Das heißt, wenn ich da jetzt drauf einschalte, dann startet der Microbit. Und sagt genau so, wie ich es wollen habe, einmal Hallo. Wunderbar. Wir haben das erste Programm geschrieben. Wir haben das erste Programm auf den Microbit geladen. Wir haben den Microbit neu gestartet mit den Batterien. Und wir haben gesehen, das funktioniert. Jetzt steht uns nichts mehr im Wege. Jetzt können wir programmieren alles, was wir wollen. Auf geht's!